kann bestimmt nicht schaden. Aha, aber ich kann auch einfach so schießen. Ich muss nicht unbedingt anvisieren. Gefällt mir der Style. Der ist super weird und so. Diese Musik, diese Gegner, diese Handpistole. Alles ist super weird und seltsam. Und ich find's irgendwie cool. Okay, aber ich glaube, hier geht es wirklich weiter. Da muss ich noch mal kurz zurückgehen. Da habe ich nämlich was übersehen. Also da bin ich in einen Raum extra nicht gegangen, weil ich dachte, da geht es wahrscheinlich weiter. Oh, da ist noch einer. Ich muss schon sagen, dass die Steuerung beim Schießen, das Shooter-Gameplay ist viel besser als im ersten Teil. Funktioniert viel besser. Ist gut gemacht. Sieht zwar komisch aus, aber funktioniert. Doppel-K.O. Verbraucht das trotzdem meine Munition? Ich glaube schon, ja, ja. Trotzdem diese Betäubungsgeschosse, na gut. Halten die nichts aus. Finde ich gut. Ah, okay. Das sieht wichtig aus. Dann gehen wir erstmal da lang. Zieht die Waffe nicht, wirklich, ich kann nichts machen. Ich weiß nicht warum, das ist ein Bug oder so. Ich glaube, das ist gerade wirklich ein Bug, der zieht seine Waffe nicht. Ich kann drücken, was ich will. Hm. Ist schlecht jetzt. Ich kann mich auch nicht mehr, ich kann gar nichts mehr machen jetzt. Ich kann mich auch nicht mehr ducken. Das Spiel ist jetzt kaputt. Nein, ey. Ohne Witz. Nahkampf geht auch nicht. Nahkampftaste tut auch nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr ducken. Nahkampf tut nichts. Zielen kann ich nicht. Ich kann nichts mehr tun. Ich hoffe, ich kann mit dem interagieren. Ja, das geht. Na gut, okay. Das war jetzt ein bisschen doof, leider. Ich hoffe, das passiert nicht öfter. Das ist schade. Das sind halt schon Bugs, die sollten nicht im Spiel sein.
Ich gebe dem Spiel viel Freiraum für ungepolished sein und niedrige Framerates und so. Das ist alles cool. Aber es sollte funktionieren zumindest. Naja. Ist ja nochmal gut gegangen. Zack, I sense something here. Lise was murdered here. Woher weiß er das? Naja, er weiß das einfach. Let's take a closer look and find out exactly what went on. Profiling beginnen. Speichern. Beginnen. Vielleicht soll das so sein, dass es erst später da weitergeht. Ja, aber also soll sicher trotzdem nicht so sein. Das wäre eine sehr seltsame Art und Weise, um zu signalisieren, dass es hier nicht weitergeht. Ich glaube, das war einfach nur ein komischer Bug. Red powder. This must be Saint Rouge. Hi, Gary. But for some reason, it looks more vibrant than all the specimens we've gathered so far. More. More. I want more. Okay. Zack, there's a tall woman here. Very stylish. She'd stick out like a sore thumb in this town. Is she watching the murder? No. She's clearly more than an innocent spectator. She must be deeply entwined with this case somehow. Wow! It's amazing! I can feel it. I'm getting prettier! Yeah, you are. See? I make this just for you. My body's getting hot. So hot. I'm burning up. Oh, let the sensations take over, Lise. Das freut mich, Gary. Soon you won't feel any pain. You won't feel anything at all. Heißt das, die Mutter hat die Tochter selber umgebracht und ist jetzt wahnsinnig geworden? Zack, the murder weapon was an axe. Lise must have been dismembered while she was still alive. And the woman holding the axe. Flashy clothes, beautiful face, and that dragonfly ring. This must be Lisa's mother, Galena Clarkson. Warum sehen wir das jetzt genau? Das wird nicht wirklich erklärt, oder? Auch nicht auf übernatürliche Geisterart und Weise erklärt. Das ist jetzt einfach so. Na gut. Look, Zack. She's crying. It's the polar opposite of Lisa's euphoric expression. Galena is brandishing an axe while tears stream down her face. What was going on in her head? Okay, let's get started. This is gonna be so fun. Remember how you used to play with dolls when you were a baby? I love dolls. Dolly, dolly, dolly! yes. Oh, yes. You're amazing! I love you, my little dolly.
deutsche Übersetzung da unten immer schreibt, das passt überhaupt nicht. Zack, Lisa's limbs were severed while she was still alive. But she's smiling. She must not have been able to feel any pain. Sun Rouge isn't that powerful of a drug. At least it shouldn't be. And look, Zack. Another dragonfly. Aber wisst ihr, was ich mir vorstellen kann? Jetzt glaube ich, ja, das könnte schon sein. Aus dem Japanischen übersetzen ist ja immer so eine Sache. Da gibt es immer viele Interpretationsmöglichkeiten, das ist oft schwierig und so weiter. Das ist immer so eine Sache. Und wahrscheinlich ist zwar die Sprachausgabe im Original Englisch, aber die Schrift natürlich Japanisch. Und vielleicht haben die einfach nur die japanischen Texte ins Deutsche übersetzt. Und dass da halt quasi dann Abweichungen entstehen, kann man sich gut vorstellen. So wird es wahrscheinlich ungefähr gewesen sein. Und dann wird halt schnell mal aus Spiel mit mir, ich bin eine Puppe, spiel mit mir, du Puppe, oder sowas. The tattoo is just to the side of her navel. She always carried the mark of a Clarkson with her, wherever she went. Eternal. Just wait for me, Lise. I'll be with you soon. I'll always be with you. Lise Clarkson was murdered here. After she died, she was carried to the spot underneath that bridge. Why did the killer feel the need to move her? Bodies are usually only moved to cover up evidence. But this is different. Lise's body was enshrined. She was being shown off to someone. The ritual, the altar, a mother killing her child, a monstrous giant, and a mysterious, stylish woman. There's a real demon out there, and it's got its sights set on the Clarksons. But Zack, this is exactly the kind of case we FBI agents are here to solve. Isn't that right? Okay. Hey Doofkopf! Yay, danke fürs Abonnieren! 17 Monate! Cool. Hey Freunde, wie sieht's aus? Was habe ich verpasst? Was hast du verpasst? Wir spielen jetzt schon eine ganze Weile. Da kann man eh mal wieder ein bisschen zusammenfassen, was bis jetzt passiert ist. Also, wir spielen gerade eine Rückblende, weil der
Zack in der Gegenwart befragt wird über diesen Fall von FBI-Agenten. Warum? Wissen wir nicht. Das war noch nicht so ganz klar. Aber scheinbar ist er irgendwie ein Verdächtiger oder so. Auf jeden Fall waren die FBI-Agenten schon sehr antagonistisch eingestellt. Und in dieser Rückblende geht es quasi um den Ursprungsfall, der unseren Helden hier überhaupt erst auf die rote Samen-Geschichte gebracht hat, im Grunde. Und wir sind jetzt hier in einer kleinen Stadt. Eigentlich haben wir Urlaub gemacht, aber dann gab es irgendwie einen mysteriösen Mordfall bei der Tochter der superreichen Superfamilie. Und dann haben wir uns gedacht, hey, komm, den übernehmen wir. Und der Sheriff und seine Tochter unterstützen uns dabei. Und die superreiche Familie, die alles kontrolliert, ist irgendwie ziemlich antagonistisch mir gegenüber, weil sie Polizei hasst und ist scheinbar auch ziemlich rassistisch drauf. Denen gehört die halbe Stadt im Grunde. Alle Hotelangestellten sind ein und die gleiche Person mit einer gespaltenen Persönlichkeit oder so. So ein bisschen zumindest. Und ich hatte schon ein paar wirklich seltsame Bugs. Wir sind einmal quasi von der Map geglitscht. Das war super weird. Und einmal konnte ich meine Waffe plötzlich nicht mehr ziehen und auch sonst nichts machen und war total hilflos. Das war nicht so schön. Ich hoffe, das passiert nicht wieder. Das war ein bisschen doof. Es ist ziemlich viel passiert. Was ist noch passiert? Was habe ich noch Wichtiges vergessen? Wir haben einer alten Frau, damit wir buhlen dürfen, eine komische Statue vor die Treppe gestellt. Die hat die Kegelbahn dauernd blockiert. Die Statue haben wir von einem Voodoo-Kerl bekommen. Wir haben mit einem komischen Totenkopfkerl, der eine Reflexion in einem Bild war, geredet. Der hat uns Hinweise gegeben, was wir tun müssen, damit wir den Fall lösen können. Wir haben ganz viel Bowling gespielt. Das ist ziemlich cool. Oh, ich muss nachladen. Cool. Au. Die machen gar nicht so viel Schaden, zum Glück. Ein weißer Clownshut. Interessant. Wir haben Steine auf einem Fluss titschen lassen. Das war auch cool. Ah ja, genau, wir haben die Uber-Erfinderin getroffen. Nur, dass das bei ihr nicht Uber heißt, sondern Wyvern. Und, die fährt uns jetzt durch die Stadt, wenn wir wollen. Wir haben unsere Dusche im Hotel repariert. Die war kaputt. Aber jetzt hat die super viel Druck und ist die beste Dusche im Universum. Wir haben unseren Anzug gewechselt, weil wir so gestunken haben. Wir kämpfen gegen Clowns, die ganze Zeit Snap rufen. Snap! Warum, weiß ich nicht. Snap! Wir haben gerade rausgefunden, dass wahrscheinlich die Mutter die eigene Tochter umgebracht hat. Die Mutter, die jetzt auch verschwunden ist. Aber wahrscheinlich steckt da noch mehr dahinter. So einfach ist es nicht. Da war nämlich noch jemand mit dabei, als die Tat verübt wurde. Snap!
Ah, und wir haben unseren ersten Fetisch gebastelt, der unseren Waffenschaden um +2 erhöht. Ich schätze mal, deswegen kann ich hier auch alle One-Hit killen. Ich dachte echt nicht, dass es hier wirklich weitergeht. Jetzt muss ich aber doch erstmal noch in die Richtung gehen dann. Und das Shooter-Gameplay ist gar nicht schlecht in dem Spiel. Im Vergleich zum Vorgänger fühlt sich das richtig gut an und macht sogar echt Spaß. Das ist eigentlich ganz toll. Ach so, und in dieser anderen Welt, in der wir jetzt sind, fusioniert die Pistole irgendwie mit unserer Hand. Was irgendwie cool ist. Und weird. Oh, hinter uns? Das ist ja gemein. Ja. Könnt ihr schon Snap rufen, wenn ihr doof seid, durch die Tür zu kommen. Seid ihr selber schuld. Und wir haben Eichhörnchen verprügelt. Die wollten uns nämlich alles klauen. Die haben uns bestohlen, die Eichhörnchen. Alles haben sie uns aus den Taschen geholt mit ihren kleinen Fingern. Und unser Auto haben sie auch geklaut, unseren Hybriden. Deswegen müssen wir jetzt mit dem Skateboard rumfahren. Also, dass die Eichhörnchen das Auto geklaut haben, kann ich nicht beweisen. Irgendwer hat es geklaut. Ich glaube, es waren die Eichhörnchen. Aber ich habe keine Beweise. Den habe ich auch noch nicht gesehen von den Dingen. So, mehr fällt mir nicht ein. Fällt euch noch was ein? Im Chat habe ich noch was vergessen zu erzählen. Was passiert ist bisher? Wieder sehr viele Geschichten über Filme und so weiter, wie man das aus dem ersten Teil kennt. Witzige Dialoge. Ah ja, da war noch ein Pfarrer. Der war weird. Der Pfarrer. Aber viel weiß ich über den noch nicht. Ich glaube, der Pfarrer hat einen Skateboard-Shop, aber bis jetzt noch nicht. Das kommt vielleicht noch. Kühlkammer und Hobbits. Ah ja, genau. Wir haben uns den Ort angeguckt, wo die Leiche, der Mordfall, wir eigentlich untersuchen, aufgehoben wurde. Aber die war verschwunden. Irgendjemand hat die geklaut, die Leiche. Das finden wir natürlich nicht gut. Aber können jetzt auch nichts dagegen machen. Und die Hinweise, die wir gefunden haben, waren riesige Fußspuren und Fingerabdrücke auf einer Lampe, die 3 Meter hoch an der Decke hängt. Also muss das irgendwie eine riesige Person gewesen sein, die die Leiche entführt hat. Und in der Fleischerei, in der die Leiche aufgehoben wurde, weil die Kleinstadt hat nicht mal ein Leichenschauhaus oder sowas, gibt es einen Kerl, der riesig ist und dort arbeitet. Aber der ist halt gerade mal so 1,90 oder sowas. Und geistig behindert ein bisschen. Und ist aber eigentlich ein netter Kerl. Der ist wahrscheinlich... Weiß ich nicht, ob der was damit zu tun hat, aber es wirkte nicht so. Ich glaube, hier kommt gleich ein Bosskampf. Ich laufe erstmal im Kreis und mache die ganzen Kisten auf. Ist zwar eh nur Munition drin, aber... Nehmen wir. Oh,
Irgendwie ist da gar nichts drin. Zumindest ploppt nichts auf. Naja, dann schauen wir mal, was das da ist. Und in der Gegenwart hat Francis oder Zack anscheinend Krebs. Und stirbt bald. So wie es aussieht. Und er hat einen Smash Brothers Einladungsbrief auf seinem Schreibtisch liegen. Ich bleib dabei. Das ist ein Smash Brothers Brief, den man da in der einen Szene kurz sehen kann. Dankeschön. I finally completed the first ritual. Now the plan will begin. The Red One's plan will begin. Zack, this case is going to be a labyrinth. I certainly didn't expect to run into a monster like this. Honestly, I'm not one for violence, but I'm not just going to stand here and die. What do you think? Should we read off her rights? Now, it's the Red One's turn. The Red One. And in the end, we'll be together. Together. Is it creepy us? I killed Lise. I did just as I was told. I killed her. So pure, adorable, and beautiful. I killed my own baby. Lise, you son of a bitch! Echt? What did you do to my daughter? Das war gerade echt so ein bisschen Übelkeit erregend für mich.